Herzlich willkommen hier bei der Baderbank. Herzlich willkommen, Jens Keller. Ja, Olli hat ja schon mich vorgestellt. Ich war selber 15 Jahre Profi, bin dann in das Trainergeschäft eingestiegen und habe die Station als Trainer gehabt, die Olli gerade aufgeführt hat. Um was geht es heute? Führung, Motivation in einem entscheidenden Spiel. Führung ist natürlich nicht in einem Spiel. Führung ist das, wie du tagtäglich mit der Mannschaft umgehst, mit den einzelnen Spielern umgehst. Und deshalb kann man das nicht auf ein Spiel beziehen. So, Führung in einer Mannschaft. Früher, als ich noch Spieler war, wurde die transaktionale Führung, das heißt mit Gehorsam, Pflichtbewusstsein, Disziplin. Da hat ein Trainer gesagt, das wird gemacht und das haben wir gemacht. Heutzutage durch das Internet, die Jungs sind groß geworden, sind es gewohnt, Wahlmöglichkeiten zu haben, mitzubestimmen. Deshalb kannst du heute nicht mehr sagen, das machst du und dann machen die das. Sie hinterfragen, sie wollen Flexibilität, sie wollen Spaß haben. Spieler der Generation musst du immer das Große und Ganze zeigen. Wenn ich jetzt eine Trainingsform mache, erkläre ich, warum ich sie mache. Ich zeige auf, was für einen Sinn die Trainingsform haben, um dass die Jungs einfach auch verstehen, okay, macht Sinn, da gehen wir mit den Weg. So, ich weiß nicht, ob jemand den Professor Dr. Jennewein hier kennt. Der war Professor an der Uni St. Gallen und ist heute weltweit unterwegs mit Vorträgen über Führung. Ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Und der hat die transformationale Führung der 4 I's entwickelt. Und ich habe noch mit moderater transaktionaler Führung, das heißt Disziplin ist heutzutage natürlich auch im Fußball immer noch ein Thema, gar keine Frage. Was bedeuten die 4 I's? Das erste I steht für identifizierend. Ich als Trainer möchte die Werte, die wir geschaffen haben, die Vision, die wir haben, die möchte ich vorlegen. Ich möchte authentisch sein und ich möchte die Jungs einfach mitnehmen, sie richtig motivieren. Und jeder kennt den Spruch, denke ich, nur wer selbst brennt, kann Feuer an anderen entfachen. Zweite I, intellektuell, Spieler immer wieder Aufgaben geben, dass sie mitdenken, dass sie dabei sind. Ich mache zum Beispiel Standardsituationen, dass man sagt, okay, ihr macht jetzt Standardsituationen, präsentiert mir die und die trainieren wir. Dass sie immer wieder einen Anreiz haben, selbst mitzudenken. Individuell ganz klar, dass du auf Spieler eingehst, dass du mit Spielern immer wieder Feedback gibst. Und mein Credo ist, stärken, stärken und an Schwächen arbeiten. Denn das weiß, glaube ich, jeder, wenn man irgendwo arbeitet, irgendwas macht und kriegt jeden Tag nur auf den Deckel, wenn gezeigt wird, was du nicht kannst, ist es nicht motivierend und leistungsfördernd. Und deshalb sage ich immer wieder, stärken, stärken und das immer wieder positiv den rüberbringen, auch menschlich immer wieder da sein, immer ein offenes Ohr haben für die Spieler. Das ist unheimlich wichtig, dann gehen sie für dich auch durchs Feuer, wenn es drauf ankommt. Das vierte I steht für inspirierend, dass ich die Mannschaft immer wieder auf die Reise mitnehme, auf die Ziele, die wir haben, dass ich sie immer wieder pushe und ihnen auch immer wieder zeige, was hat es für einen Sinn, für dich als Einzelner, aber auch für das Team. Das war jetzt mal ganz kurz so die Führung. Olli hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt mit 15 Minuten. Deshalb bin ich da ein bisschen schneller durchgegangen. So, und jetzt geht es um Motivation. Motivation in einem entscheidenden Spiel. Bei uns die Saison 34 Spieltage. Am 33. Spieltag hatten wir die Chance mit Schalke 04 die Champions League Qualifikation zu erreichen. Was heißt Champions League Qualifikation für einen Verein? 20 Millionen. Wir haben es nicht geschafft am 33. Spieltag. Wir haben zu Hause gegen VfB Stuttgart verloren. Und dann kam es zum Endspiel. Nach dem Spiel gegen Stuttgart kam Horst Held zu mir in die Kabine und sagte, Jens, wir fahren 3 Tage vorher nach Freiburg. Die Konstellation sah so aus. Wir waren Vierter mit 52 Punkten, Freiburg mit 51 Fünfter. Und dann habe ich gesagt, Horst, und genau das machen wir nicht. Wir arbeiten ganz genau so, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Wir bleiben zu Hause, wir trainieren, wir bereiten uns auf Freiburg vor, Videoanalyse, taktisch, Matchplan, alles und fahren dann einen Tag, wie immer, vorm Spiel nach Freiburg.
Warum? Ich war der Überzeugung, dass wir mir sagen, okay, wir fahren 2-3 Tage vorher dorthin, dass die Mannschaft komplett verkrampft. Du hast nichts anderes zu tun, wie den ganzen Tag an das Spiel zu denken. Du hast keine Möglichkeiten mehr, groß zu trainieren. Ja, die Mannschaft ist kaputt schon. Es ist der letzte Spieltag. Da kannst du nur 1-1,5 Stunden am Tag maximal. Und dann hängen die auf ihren Zimmern und machen nichts anderes wie, das Spiel. Und deshalb habe ich gesagt, wir fahren einen Tag vorher, wie wir es immer machen. Und dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Als Trainer machst du dir dann immer natürlich Gedanken trotzdem. Ja. Du bereitest dich gut vor, du machst einen Matchplan. Ja, gehst davon aus, das funktioniert alles. Aber trotzdem machst du dir Gedanken, wie kriege ich die genau dahin? Was war das Thema bei dem Spiel? Individuell waren wir sicherlich die bessere Mannschaft, gar keine Frage. Nur kriegen wir die PS auf den Platz? Freiburg hat schon alles erreicht. Freiburg ist nach Jahren mal wieder international. Sie waren in der Euroleague, also da war kein Druck mehr da. Die konnten befreit aufspielen, die hätten dadurch was Großes auch erreichen können, aber der Druck war nicht da. Bei uns war ein wahnsinniger Druck da. Es war damals, wie es heute auch ist, Schalke hatte auch damals kein Geld und viele Schulden. Ja. Und man hat es gemerkt die ganze Woche, die Fans, der Verein, Vorstand, alle haben den Druck natürlich wahnsinnig erhöht. Jetzt gehst du ins Hotel, übernachtest da, frühstückst und hast dann noch 2 Stunden vor dem Spiel, machst du eine Besprechung im Hotel. Dann geht es nochmal 5-6 Minuten um die taktischen Dinge, die wir die ganze Woche erarbeitet haben. Einfach nochmal die Schlüsselpunkte ansprechen. Und dann mache ich immer noch so 4-5 Minuten mir Gedanken, was kann ich der Mannschaft denn vermitteln? Und in dem Spiel war es, wie ich es gerade gesagt habe, ging es einfach darum, Jungs, wir sind die bessere Mannschaft. Wir dürfen aber nicht verkrampfen. Ja, wir müssen locker sein und das, was wir erarbeitet haben, einfach auf den Platz bringen. Das ist immer einfach gesagt. So, jetzt machst du dir als Trainer Gedanken, wie kriegst du das hin? Ja, wie kriegst du die Spieler dahin? Und wie wir hier sehen, einer der größten Sportler der Welt, Usain Bolt. Ich glaube, er hat alles erreicht, was man erreichen kann. Und er hat immer eine Lockerheit, einen Spaß ausgestrahlt. Und da habe ich dann ein Video zusammengestellt und habe das Video dann der Mannschaft gezeigt. Schauen Sie es mal an. Da kommt ein Ton. Faster. I need to go faster. Faster than bullet. To go faster. I need to work harder. I need to keep driving to the finish where the glory begins. When I get the energy, I get the speed. No matter who you are, no matter what you're doing, you're not gonna catch me, you're not gonna beat me. It's all about focus. It's all about power to get the top speed. No matter who you are, no matter what you're doing, you're not gonna catch me, you're not gonna beat me. Good start, I drive from the arms to go faster. I turn on the afterburner to transition. When the start going for the power, keep focused to get the top speed. I need to go faster. It's all about what you want if you work harder. I need to work harder. It's all about what you want if you go faster. Faster. Faster than lightning. I need to work harder. Faster than bullet. I need to keep driving to the finish. And this is where the glory begins. It's an inspiration. Ja, ich glaube, das Video spricht für sich. Das hat genau das gezeigt. Ja. Er ist immer am Strahlen, am Machen, aber sobald der Schuss losgeht, ja, sehr hoch konzentriert und trotzdem, wenn man gesehen hat, wie er es noch ins Ziel einläuft, lachend. Ja, er hat immer die nötige Lockerheit gehabt. Und ich habe das Video gezeigt. Wir fahren ins Stadion. Wie gesagt, Druck da, jeder. Und was passiert? Nach 20 Minuten schießt Julian Draxler das 1-0 und jubelt genauso. Entschuldigen Sie jetzt meine Ausdrucksweise, aber da stehst du als Trainer draußen. Da geht dir so leicht einer ab. Ja, da stehst du da und sagst, oh, das Ding hat funktioniert. Ja, das kam an bei der Mannschaft, die Spieler haben es verstanden. Und wir gewinnen das Spiel 2-1 und haben die Champions League Qualifikation erreicht. Und Champions League Qualifikation ist dann, wenn du als deutscher Verein, damals war der 4. Platz Qualifikation, heutzutage bist du im 4. Platz direkt dabei.
dann hast du große Chancen, auch weiterzukommen. Und wir haben es dann geschafft, gegen PAOK Saloniki in 2 Spielen in die Gruppenphase zu kommen. Und das hat für den Verein bedeutet zwischen 30 und 35 Millionen. Wir sind bis ins Achtelfinale gekommen und sind dann gegen Real Madrid, kann man mal als Schalke 04 ausscheiden, sind wir dann ausgeschieden. Das ist Motivation, wo du, hat nicht immer so funktioniert. Ja? Man macht sich viele Gedanken. Aber wenn du so ein Bild dann siehst nach dem Video, ja, da denkst du, okay, alles richtig gemacht. Jetzt war ich doch viel, viel schneller als gedacht, weil du mich so gejagt hast. So, ich danke Ihnen und hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.